Hallo meine Lieben, ja, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir werden heute mal wieder einen Intensivblick machen zwischen den Seelenpartnerschaften. Dazu legen wir die männliche und die weibliche Seite aus. Zuallererst beginne ich aber mit einer Hauptenergiekarte, mit jeweils, also mit drei verschiedenen Karten. Schau bitte, ob du in Resonanz mit dieser Legung gehst, denn das ist eine allgemeine Legung. So, hier haben wir schon mal It's Time for a Nap. Dann nehme ich noch das Lenormand, eine Hauptenergiekarte. Das Haus und ein Engel der Liebe Orakel. Hier sind sogar zwei gefallen. So, hier haben wir das Vertrauen und die Hochzeit. Ja, also auch vor allem mit dem Haus und mit dem Vertrauen, ja, da nämlich vor allem eine Verbindung war, wo man eine gemeinsame Festigkeit oder eine gemeinsame Verbindung hat. Vielleicht lebt ihr auch zusammen, das kann natürlich auch sein. Ja, aber hier nämlich tatsächlich ein großes Vertrauen war zwischen dieser Verbindung hier, die hier liegt, und hier ist eben auch eine Hochzeit angezeigt. Was allerdings sein kann, ist, weil hier ist ja auch Time for Nap gefallen, dass entweder ihr habt zurzeit einen Stillstand, ja, es ist sehr ruhig geworden um euch beide, oder aber es ist jetzt erstmal an der Zeit, dass jeder für sich einen kleinen Rückgang einlegt und vielleicht ist irgendwas in die Disbalance gekommen, sodass man einfach wieder zurück, ja, so in die eigene Mitte findet, ja, um nicht zu sehr eine Verbindung zu belasten. Das kann hier durchaus sein. Wir schauen aber mal näher rein in die Gedankenebene. Und zwar fangen wir da zuallererst bei deinem Herzensmenschen an. Wenn du jetzt ein Mann bist, dann dreh dir die Geschlechter um. So, was denkt denn dein Herzensmensch? Der Magier, die Sechs der Kelche und der Gehängte. So, dann nehme ich noch eine Klärungskarte auf den Magier, die tüchtige Frau und auf den Gehängten hätte ich noch gerne eine Klärungskarte. Erzengel, Fürst Metatron. Das ist sehr interessant. Also wir haben ja hier auch dieses Time for Nap, ne? Es ist Zeit jetzt erstmal für eine kleine Auszeit. Was ich hier wahrnehme, ist ja aus Sicht deines Herzensmenschen, auf den Magier ist die tüchtige Frau gefallen. Und der Magier steht natürlich auch dafür, schon mal irgendwie Pläne zu schmieden, ne? Aber diese dann auch tatsächlich umsetzen zu möchten. Und tatsächlich denkt er über dich, dass du eine sehr tüchtige Dame bist, ja, die sehr verlässlich ist, die einfach auch, sage ich jetzt mal, viele Dinge gleichzeitig im Leben anpacken kann, nicht sofort überfordert ist. Ja, einfach, dass du eine sehr lebendige Frau bist, auf die man sich einfach auch verlassen kann. Wir haben ja hier auch das Vertrauen und das Haus und klar, auch die Verlässlichkeit spricht dafür, dass man hier ein großes Vertrauen auch zu dir empfindet. Ja, dann haben wir hier auch die Sechs der Kelche, die entweder habt ihr beide gemeinsame Kinder oder ihr habt einen Kinderwunsch, ja, weil hier ist ja auch die Hochzeit nahe gefallen. Oder aber es ist auch so, wie gesagt, ich verallgemeine das jetzt so ein bisschen, weil jeder steckt in einer anderen Situation. Es kann natürlich auch sein, dass unter Umständen hier Kinder im Spiel sind, die vielleicht noch, vielleicht ein Dorn im Auge sein könnten, ja. Aber primär macht man sich hier auch ja, sehr viele Gedanken über dich, über eure Verbindung, ja. Und hier haben wir den Gehängten mit dem Erzengel Fürst Metatron. Das heißt, im Endeffekt geht es jetzt erstmal auch darum, wieder eine eigene Struktur reinzubekommen, eine eigene Ordnung. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass dein Herzensmensch sich stark A mit dir beschäftigt, aber auch B sich mit sich selbst gerade beschäftigt, so nach dem Motto, was ist hier der Lebenssinn? Ja, muss ich hier noch den ein oder anderen Schmerz überwinden, um mich einfach auch für eine Verbindung frei zu machen? Ja, so, das sind auch so gewisse Gewissensfragen, die Dinge einfach auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, wo man sich vielleicht in der Vergangenheit oder gegenwärtig auch etwas in irgendeiner Situation festgefahren fühlt, ja. Genau, und das ist hier sicherlich eben auch dieses Weisheitsorakel, was ja besagt, es ist erstmal Zeit, sich zurückzuziehen, die eigene Mitte zu finden und ja, so überhaupt erstmal auch
den Lebenssinn für sich selbst zu finden, beziehungsweise auch gewisse Schmerzen noch zu überwinden, die einen blockiert haben, ne? So sage ich mal. Genau, dann schauen wir mal bei dir in der Gedankenebene. Ich nehme das gleiche Tarot, allerdings sind das zwei verschiedene Tarotdecks. So, dann schauen wir mal, was auf deiner Gedankenebene ist. Hier sind gleich vier gefallen, die kamen so rausgeschossen, die nehme ich natürlich auch. Ja, das ist sehr interessant. Wir haben die sieben der Schwerter, die sieben der Kelche, die Königin der Stäbe und die acht der Schwerter. Also bei dir nehme ich tatsächlich wahr, bei dir liegt schon auch eine Enttäuschung in Bezug auf deinen Herzensmenschen. Vielleicht hat dein Herzensmensch sich einfach aus dem Staub gemacht, hat vielleicht auch oder war nicht einfach auch ganz ehrlich in deine Richtung, ne? Weil die sieben der Schwerter kann auch für eine Betrugskarte liegen, für Lügen oder einfach eine Täuschung auch. Und man hat sich hier einfach aus dem Staub gemacht, beziehungsweise hat sich nicht diesen Gesprächen geöffnet, ja. Und auch hier mit den sieben der Kelchen, was ich hier wahrnehme, vielleicht ist dein Herzensmensch auch in der Vergangenheit einfach so gewesen, dass er sich nicht festlegen wollte, ja, er konnte nicht klar sagen, was jetzt in eurer Verbindung Sache ist, wie es weitergehen soll. Das nämlich hier tatsächlich war, ja. Und auch hier mit der Königin der Stäbe habe ich das Gefühl, dass du jetzt vor allem auch erstmal wieder auf dein Wohlbefinden schaust, auch diese Auszeit für dich tatsächlich nimmst, um wieder in dein Selbstvertrauen zu kommen, ja, dich auch um deine eigenen Dinge erstmal zu kümmern und auch neugierig bist für neue Dinge im Leben, was ich hier tatsächlich wahrnehme zurzeit. Auch wenn bei diesen acht der Schwertern zurzeit so eine Ungewissheit ist. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass dich das schon noch sehr stark in deinen Gedanken blockiert, auch wenn du versuchst, hier wieder zurück in dein Selbstvertrauen zu kommen, dich um deine eigenen Dinge wieder zu kümmern. Ist das doch irgendwie immer noch so alles im Hinterkopf, was da passiert ist, je nachdem, ob du jetzt in Resonanz mit dieser Legung gehst. Aber ich habe das Gefühl, du bist hier schon enttäuscht, dass ja hier eine Täuschung vorgelegen hat, keine klare Linie von deinem Herzensmenschen, und das macht dich hier irgendwie auch gefangen, ja. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass du, sage ich mal, dass dich das irgendwie auch über den Tag hindurch so ein bisschen gefangen hält, ja, in den Gedanken, was da jetzt los ist, auch bei deinem Gegenüber, ja, wie es denn jetzt auch weitergeht. Genau. Wir schauen jetzt einfach mal auf der Herzgegend bei deinem Herzensmenschen, was er für dich empfindet. Der Page der Kelche, der König der Schwerter und die Fünf der Schwerter. Ja, also ich habe das Gefühl, zurzeit ist dein Herzensmensch tatsächlich sehr im Kopf gefangen. Ja, also auf der Herzgegend zurzeit. Und das habe ich ja hier oben auch schon gesehen. Ja, bei dem Erzengel Fürst Metatron. Es geht jetzt in diesem Rückzug erstmal darum, wieder Ordnung zu schaffen, den ein oder anderen Schmerz zu überwinden. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dein Herzensmensch zurzeit nicht so einen Zugang zu seiner Herzgegend hat, ja, eher auch erstmal an sich selbst denkt, ja, auch wenn eben das Gefühl zu dir von der Verlässlichkeit, dem Vertrauen einfach auch in deine Richtung herrscht, ja. Aber zurzeit ist es tatsächlich so, dass er nicht wirklich einen Zugang zu seiner Herzebene hat, eher, weil die Schwerter sind ja auch eher eine gedankliche Energie, ne? Vieles spielt sich in den Gedanken ab und auch ist da nicht so diese Warmherzigkeit zurzeit vorhanden, ja, eher so dieses Kühle, so als wäre da eine riesengroße dicke Mauer um das Herz herum. Ich möchte mal gerne auf die Fünf der Schwerter eine Klärungskarte haben. Hier sind zwei gefallen, das Gericht und das Echo. Ja, das ist sehr interessant. Entweder ist es so, also es geht jetzt natürlich mit dem Gericht darum, auch eine klare Entscheidung zu treffen. Ja, vielleicht ist dein Herzensmensch auch zurzeit einfach mit anderen Dingen beschäftigt, die ihn sehr vereinnahmt haben natürlich. Entschuldigung. Aber hier auch mit dem Echo ist es tatsächlich so, dass, ja, ich sag mal, das Ernten, was man sieht, ne? Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, auch diese Fünf der Schwerter, das ist ja auch oft so eine Egoistenkarte, ne? Und
Vielleicht hast du hier auch einfach gesagt, weil er sich hier so aus dem Staub gemacht hat, keine klare Aussage machen konnte. Du hast dann auch natürlich auch an dich hier gedacht, dich wieder aufzupäppeln, sage ich jetzt mal, auch wenn es dir wehtut und dich blockiert, habe ich das Gefühl, dass du trotzdem nicht hinterherrennst, in Anführungsstrichen, ja. Und das ist das eben auch, was hier deinen Herzensmensch auch spürt, ja, von den Schwingungen her, sage ich jetzt mal. Und vielleicht kann er dich auch einfach gerade überhaupt nicht einschätzen, ja, aber oft, wie gesagt, auf der Herzebene ist es tatsächlich so, dass ich hier wirklich gerade so eine Riesenmauer um das Herz herum spüre. Ja, eher so erstmal an sich selbst denken, wieder in die eigene Ordnung kommen, bevor er überhaupt fähig ist, sich wieder zu öffnen emotional, ja. Jetzt möchte ich mal gerne, Entschuldigung, bei dir auf der Herzebene schauen. Da sind 4 gefallen. Die Herrscherin, die 3 der Kelche, die 4 der Kelche und die 4 der Schwerter. Das ist sehr interessant, weil tatsächlich habe ich das Gefühl, dass du gerade auf der Herzebene, auch wenn so ein paar Unsicherheiten auf der Gedankenebene vorliegen, ja, habe ich trotzdem das Gefühl, dass du ganz gut in deiner Herzheilung bist. Das heißt, Entschuldigung, also heute ist mein Hals hier echt so räusper. Entschuldigung dafür. Genau, ich habe aber das Gefühl, dass du dich ganz gut zurzeit erdest, also dich mit deinem Herzen gut verbinden kannst, mehr vielleicht auch durch diese Situation gelernt hast, auf dein Herz zu hören, auf deine Gefühle zu hören, ja. Und auch hier mit den 3 der Kelchen, dass du auch wieder, ja, sag ich mal, auch wieder Freude spüren kannst, ja, aus der Herzgegend heraus. Na, natürlich kommt immer wieder auch mal ein paar negative Gedanken hoch, aber grundsätzlich nehme ich hier auch wahr, dass du auch wieder auf dem Weg der Besserung hier bist mit den 3 der Kelchen, wieder positive Gefühle hast, mehr mit deiner Herzgegend verbunden bist, ja. Und auch hier mit den 4 der Kelchen und den 4 der Schwertern habe ich das Gefühl, dass du sogar ja auch sehr im Zweifel bist, ehrlich gesagt, ne, ob du überhaupt noch mal, falls dieser Mensch auf dich zukommt oder in eine Richtung in deine Nähe sucht, dass du irgendwie gar nicht mehr wirklich so offen dafür bist, weil hier oben das hier auch passiert ist, sich einfach aus dem Staub gemacht zu haben oder sich einfach nicht festbinden wollte, ja. Und hier bist du hier auch ganz gut in deiner Heilung, hast hier ganz gut deinen Selbstwert erkannt, was ich hier wahrnehme. Und wie gesagt, ich finde es total schön, dass du hier mit deiner Herzgegend stark verbunden bist. Ja, mit der Herrscherin vor allem auch. Das finde ich sehr gut. Also mir kommt es gerade so rüber, als würdest du, sage ich jetzt mal, mehr auf dich achten. Oder sagen wir mal so, der Wunsch zurzeit ist bei dir größer, dass es dir gut geht, als dass du quasi dich nochmal darauf einlässt, sollte sich nichts geändert haben zum Beispiel, aber du wieder die Gefahr eingehst, dass es wieder belastend für dich ist. Also da habe ich das Gefühl, du bist gerade so weit, dass du auch für dich eine Entscheidung treffen kannst, ja? Je nachdem, wie es dann weitergeht. Wir schauen nämlich da jetzt auch erstmal weiter, wie es da tendenziell weitergeht, was sich beide Parteien dann auch grundsätzlich ja einfach wünschen, wie es weitergeht, nächsten Schritte. Da schauen wir bei deinem Herzensmensch mal rein. Die 2 der Schwerter. Die Herrscherin, ups, die 2 wollten noch raus. Ja, schau mal, die 2 der Kelche und die Königin der Kelche. Und dann schauen wir noch bei dir auf der Seite, weil dann kann ich das besser kombinieren. Bei dir, die 8 der Kelche, na? Da hat sich eine umgedreht, die 2 der Kelche. So, und da sind noch 2 gefallen. Der Hierophant. Sieht man das? So. Und die Mäßigkeit. So, ich möchte gerne noch mal auf die 2 der Schwerter eine Klärungskarte haben. Die Waage. Ja, also
Es ist ja hier ganz klar ausgelegt, ja. Schau mal, hier die Herrscherin ist hier auch noch mal gefallen mit den zwei der Kelchen und der Königin der Kelche, ja. Und es kann natürlich auch sein, dass es sich hier um zwei Personen grundsätzlich auch handelt. Vielleicht, ne, weil wir haben ja hier oben auch schon gesehen, hier hat sich jemand rausgeschlichen, hier konnte sich keiner so wirklich klar entscheiden, ja. Unter Umständen sind hier auch Kinder im Spiel, das kann hier auch sein. Aber hier haben wir eben unten auch noch mal zwei Personen liegen, ja, mit den zwei der Schwertern. Was dafür stehen könnte natürlich, dass man hier erstmal, sag ich mal, hier ist zwar ein Kompromiss angezeigt, aber die Frage ist halt, inwieweit lässt du dich auf diesen Kompromiss ein? Ich nehme hier tatsächlich zwei Personen wahr. Es muss auch nicht unbedingt eine andere Liebesbeziehung sein. Kann natürlich, ja, es können auch einfach aus, eine Mutter zum Beispiel kann es auch sein, die das negativ beeinflusst hat zwischen euch oder eine andere Person zum Beispiel, ja, die vielleicht ein bisschen gegen eure Verbindung gespielt hat. Das kann hier natürlich auch sein. Aber schlussendlich habe ich das Gefühl, dass dein Herzensmensch versucht, auf dich zuzukommen mit einem Kompromiss, ja, weil hier tatsächlich die Kraft noch fehlt, sich komplett für eine Seite zu entscheiden oder sagen wir mal so, komplett in deine Richtung 100% zu entscheiden, ja. Komme, was wolle, egal was vom Außen kommt, da habe ich das Gefühl, da steht dein Herzensmensch tatsächlich zwischen den Stühlen, ja, und natürlich auch, wenn er sich hier diese Verbindung wünscht, ja, auf Augenhöhe, sage ich jetzt mal, ist da trotzdem noch eine Person. Wie gesagt, entweder ist das noch eine andere Liebespartnerin, eine Mutter, Schwiegermutter oder eine an ganz andere Person, die, sage ich jetzt mal, irgendwie so ein Störfaktor in eurer Verbindung gewesen ist. Und deswegen auch diese zwei der Schwerter, wo man irgendwie auch unfähig ist. Wirklich eine gerade Linie zu fahren und deswegen dich um einen Kompromiss eben auch fragen wird, ja. Und was ich ja auch bei dir schon sehe, ist, dass du ja hier auch gerade sehr gut mit deinem Herzen verbunden bist und jetzt auch tatsächlich mit dir oder auf dich mehr achtest als auf eure Verbindung in Anführungsstrichen, ja, dass du dich jetzt eben auch sehr viel mehr wertschätzt, sage ich jetzt mal, und du einfach auch bereit bist zu gehen, sollte. Das ist sehr interessant. Sollte dieser Mensch dir nicht die Verbindlichkeit geben, sich auf eine tiefsitzende, feste Verbindung einzulassen? Ja, weil im Endeffekt bringt dir das eben für dich und deinen Herzenswunsch diese Harmonie, deine eigene Balance und du brauchst einfach dieses Wischiwaschi hier nicht mehr. Ja, das heißt tatsächlich, ich habe das Gefühl, wenn dieser Mensch dich nach einem Kompromiss fragt, aber nicht wirklich konsequent in seiner Entscheidung ist, habe ich das Gefühl tatsächlich, dass du dann bereit bist, den ganzen Mut zusammenzupacken und für dich einfach weiterzuziehen, je nachdem, ne, weil du einfach eine ganz andere Wunschvorstellung von einer gut funktionierenden Partnerschaft hier hast, ja, mit dem du hier, und das finde ich gerade sehr interessant, weil irgendwie hatte ich das Gefühl am Anfang, die Karten von deinem Herzensmenschen, die passen gar nicht so zu dieser Hochzeit, die hier unten gefallen ist, sieht man die? Aber jetzt ist es tatsächlich so, ich finde es super interessant, wie die Karten doch immer wieder ja, so dann schlüssig sind, ne? Weil die Situation hier hat mit Hochzeit zu tun. Und A kann es eben sein, wenn dieser Herzensmensch dann tatsächlich nicht diese Konsequenz in deine Richtung schafft, ja, dass du dir eben, wie gesagt, den ganzen Mut zusammenpackst, weiterziehst in Richtung deiner Wünsche, Visionen, ja, weil der Hierophant ist ja auch eine Karte, wo man einfach bereit ist, weiterzuziehen, um eben die Türen aufzumachen oder neue Türen zu entdecken, wo eben der richtige Mensch für dich ist, den man sogar auch, sag ich mal, die Hochzeit, also die, den man sogar auch heiraten kann, mit dem man etwas aufbauen kann, der dich einfach so nimmt, wie du bist, der dich jeden Tag wertschätzt, der dankbar ist, ja, dich an seiner Seite zu haben. Ja, sowas könnte es sein, weil im Endeffekt bringt das dir eben mit der Mäßigkeit auch einfach deine innere Ausgeglichenheit. Und dadurch, dass du eben so gut mit deinem Herzen verbunden bist, habe ich das Gefühl, schaffst du auch für dich eine konsequente Entscheidung zu treffen, wenn dieser Mensch hier auf dich zukommt.
zum Beispiel dich nach einem Wischiwaschi-Kompromiss fragt, dass du im Endeffekt die Kraft haben wirst, Nein zu sagen, weil du dir etwas ganz anderes vorstellst. Ich schließe nicht aus, dass immer wieder auch Wunder passieren können. Ja, es können sich auch Menschen verändern. Aber ich sag mal, sollte es nicht der Fall sein, finde ich gut, dass du hier für dich einstehst und genau nach oder dann quasi jemand anderen suchen würdest, mit dem du deine Wünsche, Visionen ausleben kannst. Ja, weil das darfst du dir niemals nehmen lassen. Deine Wünsche und Visionen sind nicht an einer Person festgekettet. Die gehören zu dir. Und wenn Menschen nicht in deinem Leben bleiben wollen oder sich nicht für dich ganz klar entscheiden, dann lass sie dir nicht nehmen. Nimm sie wieder zu dir, zieh weiter und du wirst immer, sag ich mal, etwas Besseres finden, sage ich jetzt mal, ja, oder du wirst einen, wenn du dich immer auf deine Wünsche konzentrierst, dich darauf fokussierst, dann wird dein Unterbewusstsein dich ganz automatisch zu dem richtigen Menschen führen, deine Intuition, ja, genau. Ja, meine Lieben, dann schaut bitte, ob ihr bei dem Partnerblick in Resonanz gegangen seid. Und wenn euch die Legung gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder Abo. Dann habt noch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Tschüss.